Du schreitest ewig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen. Möge das Blut auf deinem Schwert niemals trocknen und mögen wir dich nie wieder brauchen. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. So, da haben wir unsere Waffe. Jetzt müssen wir ja natürlich gleich erstmal ein paar Zombies abrotzen oder ein paar Kreaturen aus der Unterwelt. Moment. Oh. Okay, jetzt schießt sie wieder. Alles klar. Uiuiui, das fängt ja schon sehr wild an. Na gut, ja, ohne viel Geplänkel, herzlich willkommen zu Doom. Oh yeah, geil. Ich habe mich schon gefreut, als das heute ankam. Und, jetzt muss ich erstmal ein bisschen rumgucken. Sieht aber auch schon sehr mega geil aus hier von der Grafik her. Und, ja, gleich zerfetzend, wurden wir hier ins Spiel geworfen. Alter, krass, erstmal schön abgemorkst hier. Die Mitstreiter. Okay, was haben wir hier? Drücke E. Okay, das ist also eine zeitliche Nachbildung hier scheinbar. Wir werden uns darum kümmern. Oh oh. Ich erwarte Böses. Ich erwarte sehr Böses. Ach, cool. Ich glaube, da kriegen wir unseren Anzug. So. Dämoneninvasion im Gange. Okay, die ist also im Gange. Alter, was hier alles rumliegt. Okay, ich glaube, die Tür können wir wahrscheinlich nur aufmachen, wenn wir hier unseren Anzug haben. Ich hoffe, es läuft auch alles flüssig auf 60 FPS. Ich habe jetzt auch nicht viel probiert. So, nehmen wir mal. Ach, cool. Manchmal ist da so eine... Ah, ich glaube, das ist die Bewegungsunschärfe, die noch eingestellt ist, wenn ich mich nicht irre. Scan unvollständig, Fehler melden, Verluste in der Basis, nicht verfügbar, Stationsschäden nicht verfügbar, Bedrohungsstufe nicht verfügbar und Ursprung des Angriffes nicht verfügbar. Okay, wir sind also komplett offline. Route verfolgen. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Okay, das heißt, erste Mission online stellen. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Das war meine Ansage. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Bewegungsunschärfe drin, aber kann man sich ja eigentlich dran gewöhnen. Also von daher... Alter, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, es wird das ein oder andere Mal wird es vielleicht ein bisschen fies sein und da wird uns ein Zombie von hinten... Ankommen Glory Kills, fügst du einem Dämon Schaden zu, wird er benommen. Was durch eine blaue Markierung angezeigt wird, bewege dich an ihn heran und füge F. Und drücke F, wenn die Markierung orange wird, um einen Glory Kill auszuführen. Du kannst Dämonen aus verschiedensten Winkeln angreifen. Auch von oben, um unterschiedliche Glory Kills auszuführen. Aber wahrscheinlich so ein Adlerangriff, wie es bei Dishonored ist. Durch einen Glory Kill hinterlässt ein Dämon immer Gesundheit. Okay, das heißt, wenn wir, wenn er so, was war das, dann ist ja benommen, ist eine blaue Markierung, okay, und dann F drücken. Ach, geil. Oh, cool. So können wir natürlich Munition sparen. So, ciao. Geil. So, jetzt hier Loot, das muss ich natürlich erstmal alles mitnehmen.
Ich glaube, das war, weiß ich gar nicht. Ja, ganz normal Gesundheit, aber wir haben ja eh nichts verloren. Ich glaube fast, das ist eh noch das Tutorial. So, eh. Geil, kriegen wir noch eine neue Knarre. Weil rechts unten sieht man ja unendlich. Und Tutorials habe ich jetzt natürlich nicht ausgeschaltet. Codex-Eintrag freigeschaltet. Waffe, Kampfschrotflinte. Tab zum Drücken, zum Ansehen. Ah, die UAC-Schrotflinte verschießt Hochgeschwindigkeitsschrot, um beim Gegner maximalen Schaden zu bewirken. Bestens geeignet für Kämpfer, die eine schnelle Antwort für tödliche Nahkämpfe suchen. Verliert die Waffe auf große Entfernung ihre Wirkung. Sie besteht aus einer hochwertigen Titanlegierung, die für maximale Zuverlässigkeit, Wiederholrate und Stabilität sorgt. Das ist schön. Ah, da haben wir natürlich... Ah, jetzt haben wir natürlich keine unendliche Munition. Ich weiß gar nicht, haben wir die andere Waffe noch? Ah, okay, alles klar. Das ist schön. Jetzt habe ich hier gerade nach einem Hebel gesucht, aber wir müssen ja hier... ein bisschen aufpassen. Na, mein Freund? Oh, der sieht ein bisschen unfreundlich aus. Oh. Okay, wir haben ein bisschen HP verloren. Nicht so wild. Ah, gucke an. Habe ich hier irgendwie Granaten oder so? Alter. Das Gute ist, hier haben wir ja wirklich unendlich. Ah, ich weiß gar nicht. Können wir die ja mit... Ah doch, damit können wir die auch abrotzen. Also komplett. Headshot. Okay, sind jetzt hier noch irgendwelche Freunde? Ja, kaum gespielt. Oder ich habe mich wirklich schon angefreundet mit Doom. Präsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Oh, ich glaube, die explodieren. Da schieße ich jetzt mal lieber nicht drauf. Abregelung abgeschlossen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach mal hin. Okay, hier. Ohne zu wissen, was das ist, ist es organisch einfach mal dran ziehen. Komm her! Alter, Alter. Oh, fuck. Ich brauche ein bisschen HP. Ah, Schrotflinte finde ich mal geil. Da kann man dann immer so richtig schön in the Phrasen rein. Alter, komm her. Haha. Aber, Ach, habe ich gerade schon eingesammelt. Du wirfst nichts mehr. Ah, schade. Hätte ich gerade einen Glory Kill machen können. Gut, da war nicht mehr viel mit Glory Kill. Aber Munition, wird ein bisschen wenig Munition. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier überhaupt Munition finden. Ach, alles klar. Hat sich gerade erledigt, die Frage. Hier ist noch ein Health Pack, ein riesiges sogar. Hier haben wir noch ein bisschen Rüstung. Naja, rennen wir mal ein bisschen rum. Na, mein Friendos. Nein, F. So, das war's mit dir. Alter, im Sprung wollte ich ihn gerade eigentlich voll wegrotzen. Yeah, vernichte das Blutnest. Haben wir gerade gemacht. Finde den... Was stand da? Ich glaube, da müssen wir gleich raus. Naja, geht aber hier ganz schön actionreich los. Markierung. In 32 Meter. Ey, cool, die Dinger können wir ja auch frei rumbewegen, wie wir es wollen. So, ich will aber ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen Rüstung finden, weil Rüstung haben wir jetzt so 15. Ach, da oben. Ah, scheiße. Ah, da müssen wir eigentlich so hochkommen, ne? Yeah. Hui. Wir haben ja voll ins Geschehen geschmissen und da vorne ist die Tür aufgegangen. Das heißt, wir werden hier bereit gemacht zum Weitergehen. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Ach, alles klar. Das sind also Rückblenden und ich glaube, dass er darf den Ort nicht verlassen, ist auf uns gemeint. Bezogen. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschen eine bessere Zukunft geben zu können. Natürlich ist jetzt alles aus dem Grund geraten, ja. Aber es ist nur das Risiko wert, das versichert ist. Bethesda! ID! Doom! Oh, ich finde die Mucke so geil. Das passt so mega geil zu dem Spiel. Okay, ich glaube, das war gerade so ein bisschen, um ins Spielgeschehen reinzufinden. Und jetzt geht's wahrscheinlich richtig los. Na, hat der noch irgendwas Interessantes dabei? Kann man hier crouchen?
Oh, Mission. Im Reiter Mission werden dir die Automap, verfügbare Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Okay. Ach schön, die Map. Können wir die... die schieben wir hier gerade hin und her. Wie können wir die... Ach, hier können wir die, alles klar. So sieht also virtuell gerade unsere Map aus. Oder ein bisschen polygonmäßig. Herausforderungen haben wir keine. Erkundungen, gar nichts extra. Achso, drei Extras gibt es wahrscheinlich. Hier, weiß nicht, es könnten zwei Wachen... zwei Gegenstände sein, die man noch finden kann. Tja, guck mal hier ein bisschen rum, was es noch so Schönes gibt. Ah, sieht schon echt mega geil aus. Drücke Tab, um das Dossier aufzurufen. Und dir die verfügbaren Ziele anzuzeigen. Anzusehen. Du kannst auch Alt-Links drücken, um die aktuelle Missionsinformation im Helm anzeigen zu lassen. Okay, dann drücken wir jetzt erstmal Alt-Links. Achso, schließen erstmal. So, erstmal Tab. Okay, alles klar, da waren wir ja gerade schon. Das ist verständlich. Und hier sind die Ziele. Auf Alt-Links. Okay, da müssen wir jetzt hier einmal komplett durch die Wüste durch. Eieiei, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem hier überhaupt... Nehme ich hier Fallschaden? Warte mal, gibt es hier eigentlich Schnellspeichern? Ich habe das ehrlich gesagt alles noch gar nicht ausprobiert. Hier haben wir noch eine Höhle, aber da ist nichts Interessantes. Da kam man gerade her. Warte mal ganz kurz. Sprechen wir lang. Zum Desktop. Einstellungen. Maus und Tastatur. Tastebelegung. Hocke. Lalalalalalala. Aber mit Schnellspeicher und so habe ich ehrlich gesagt gar nichts gefunden. Springen, Doppelsprung. Ach, Doppelsprung gibt es auch. Cool, das probiere ich gleich mal aus. Ach, alles klar, wahrscheinlich, wenn es denn verfügbar ist. Ach, guck mal hier. Okay, da liegt ein bisschen Rüstung. Das ist ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen. Aber eigentlich eher ein schlechtes. Weil das denn so viel heißt wie, bereite dich darauf vor, du wirst gleich sehr tief ins, und so weiter gesteckt. Codex-Eintrag freigeschaltet, berichte die UAC. Tab zum Ansehen. Uiuiuiui, gibt's auch wieder eine Menge zu lesen, aber ich nehm's mal natürlich alles mit. Trotz der Entdeckung vom flüssigen Wasser auf dem Mars im 21. Jahrhundert, bot für die nächsten 100 Jahre eine Kolonisierung des Planeten wenig Anreiz. Nachdem man 2095 jedoch den Argentbruch, ein transdimensionaler Strom aus rohem Agentplasma entdeckt hatte, wurde es bald essentiell, den Mars für den Rohstoffabbau zu besiedeln, um den riesigen Energiebedarf der Erde decken zu können. Ach du Scheiße, echt? Allerdings erschienen die Probleme bei der Atmosphärenumwandlung und beim Terraforming für alle Unternehmen unüberwindlich. Für alle bis auf eins, die UAC. Dank enormer Forschungsanstrengungen und beispielloser Weitsicht konnte MTC 2069 ein Außenposten aufgebaut werden, um Agentumplasma aus dem Bruch zu fördern. Mithilfe des fermionischen Übertragungsmuster der UAC wird dieses Plasma in Agentenergie umgewandelt. Dieses erstaunliche Unterfangen zahlte sich schließlich aus. Denn Agentenergie wurde zur Hauptenergiequelle der Erde. Besucher der... Warum geht das nicht weiter? Achso, mit Pfeiltasten, wa? Oder? Hä? Besucher der UAC, warum kann ich hier nicht runterscrollen? Guck mal, der zeigt hier ein bisschen was Komisches an bei der Maus. Tja, geht irgendwie nicht weiter. Oder, ach, das geht denn hier wahrscheinlich weiter. Ah, genau. Dekodierter Eintrag 1 von 2 und denn hier 2 von 2. Diese Daten befinden sich außerhalb der Ressourcen. Operationszentrale. Datenbank, Waffen, Monster. Ach du Scheiße, das ist hier also die komplette Datenbank. Und wo finden wir die jetzt nochmal? Ja, okay. Na gut. Dann gucke ich erstmal ein bisschen rum. Irgendwas wird sich ja hier anfinden. Aha, aua, aua, scheiße. Okay, also ins Feuer dürfen wir also auch schon mal nicht. Soll allgemein bekannt nicht sehr gut sein. Man merkt schon so ein bisschen, man wird hier linear durch die Map geführt. Und da unten warten schon... Ah, da unten warten schon unsere Friendos. Ah, cool. Also entweder können wir damit die Energie aufladen. Ah, okay. Bam! Alter, voll weggehauen. Ah, die Waffe hier mag ich so ein bisschen, weil die unendlich ist und... Gut, ich meine, das ist nicht die schnellste und nicht die stärkste, aber ich weiß nicht, ob wir die noch ein bisschen aufbauen können, alle.
oder upgraden können. Irgendwo da hinten habe ich doch gerade noch einen gesehen. Sieht ein bisschen aus wie die wilden Ghule von Fallout. Ach, da. Ciao. Habe ich den getroffen? Ja, eigentlich schon. Gut, dann lande ich hier gleich erstmal auf der Rüstung. Ich weiß gar nicht. Eieieiei. Alter. Eine Schrotflinte. Ciao. Eine Schrotflinte direkt in die Fresse, das macht die scheinbar nicht so viel aus. So, hier finde ich ja zum Glück noch ein bisschen. Tschüss. Hau rein. Ach geil. Glory Kill ist schon echt ein bisschen empfehlenswert manchmal, vor allem um Munition zu sparen. Von oben geht das ja auch. Ach, hier. Ach, brauche ich gar nicht. Rüstung wäre natürlich nicht schlecht. So, irgendwo hier war doch noch so ein großer, so einer, der mich beschossen hat. Warte mal, ich will jetzt mal einen Glory Kill von oben versuchen. Wo ist er denn? Hä? Hat er sich gerade selbst gekillt? Hä? Rall ich gerade nicht. So, hier, mach's gut. Alter, krass. Da haben sie echt nicht gespart in der alternativen Vielfalt, oder? Alter, scheiße. Tschüss. Alter, im Flug. Alter, krass. Cool. Gleich sogar mal von oben versucht. Okay. Dann noch Ihmchen hier. Wie schadenfroh. Hier höre ich doch gerade noch einen die ganze Zeit, der mich. Schön. Ach, hier. Frag mich, ob die auch Nahkampf machen können. Ach, kacke. Okay, können sie. Okay, der ist aber hinüber und irgendwo.